Hallöchen und willkommen zurück zu Monster Train Friends and Foes. Wir haben hier den Umbradödel am Start. Mal gucken. Primordium. Er hat drei Buffet. Diese Einheit kann mehrfach verschlungen werden, also höchstwahrscheinlich dreimal. Und nach der nächsten Kampfrunde wird diese Einheit von der vordersten Einheit ohne eine Verschlungenfähigkeit verschlungen. Achso, die können sich also nicht gegenseitig verschlingen, wenn man jetzt, sagen wir mal, warum auch immer zwei von denen hätte. Ja gut, lass uns mal gucken, wie wir den irgendwie unterbringen. Wir sind mit den Relikten am Start. Das heißt, wir haben ein paar Erlöschenfähigkeiten. Löse Verschlingen bei einer Einheit mit Verschlungenfähigkeit aus. Das könnte uns mit unserem Champ, wenn er ordentlich geboostet wird, doch gut zu Gesicht stehen. 5 Buffet. Oder verschlungen. Der Verschlinger erhält Angriff und Herzchen und Statuseffekte dieser Einheit. Wir nehmen jetzt einfach mal das. Ich habe keine Ahnung, wie das abläuft. Schauen wir uns aber mal an. Okay. Das ist zwar auch richtig geil, aber wir nehmen erste Einheit immer endlos. Das triggert nämlich auf unseren Champ. Das kann ordentlich ausgehen für uns. Vielleicht hätten wir die eine ziehen sollen. Also, du bist endlos. Reformiere eine zufällige Einheit. Ja, danke. Füge einer zufälligen gegnerischen Einheit zweimal einen Schaden zu. Ach, zufällig. Natürlich hast du nicht den da hinten getroffen. Ah. Ja, okay. Er wurde jetzt zwar verschlungen, aber das hat hier gar nichts gemacht. Ach doch. Okay, doch, hat die Werte hier übernommen. Warum auch immer das dann in der anderen Ansicht so angezeigt wurde, von wegen, das ist dann special, aber... Oh. Naja. Naja, mein einen rausgekriegt. Hey, zwei rausgekriegt. Dann geben wir ihm doch nochmal mehr Angriffskraft dazu. Das wird uns, mei. Das ist dann halt einfach mal so. Oh, jetzt habe ich auch einen Nugget endlos gemacht. Da muss man vielleicht ein bisschen drauf achten. Gottchen, ich habe keine Ahnung, wie das mit dem funktionieren soll. André hat auch schon gemeint, er hat das mit ihm schon mal gespielt hier. Und er hat den nicht verstanden. Oder ist nicht damit klargekommen. Puh. Ja, hier. Na, den kann man gut benutzen. Danke. Ja, klar. Wir kriegen aufs Maul oben. Das ist nicht abzuwenden. 109. Moment, bevor wir das machen. Löse Verschlingeinheit. Verschlinge bei Einheit mit Verschlingfähigkeit aus. Haben wir 128, aha. Oh! Ich habe das gerade mit zwei zufälligen Einschaden verwechselt. Na gut, dann kriegst du halt hier nochmal Lebensraub und du bist im Arsch. Also ich weiß auch nicht, wie ich das finden soll. Nehmen wir das Teil. Und den könnten wir auch richtig schön als endlosen Schildgenerator benutzen, sagen wir es mal so. Möchte ich eine... Hey, ich möchte eine Umbra-Einheit. Okay, nehmen wir. Oh, nee. Jetzt hätte ich da fast auf Verbesserung geklickt. Okay, günstiger machen wir... Einmal das Schaben.
Ja, und machen es aber auch als Verbrauchskarte. Aber die haut dann schon ordentlich rein, wenn wir die ziehen. Na, die tötet dann auf jeden Fall ein bisschen was. Okay. Dann. Na gut. Nehmen wir die Sprengfalle mit. Packen den hier nach vorne. Ja gut, wir nehmen das jetzt einfach mal. Auch wenn das hier vorne nicht wirklich viel... Oh, das... Ach, ich bin noch ein Vollidiot, ne? Ich bin noch ein Vollidiot. Das verhindert, dass wir ihn gesprengt kriegen. Shit. Naja, dann sprengen wir halt hier ein bisschen. Machen hier unten mehr Platz. Und hauen hier dann auch noch das Geldvieh zu frei. So, dann können wir hier... Doch ja, sprengt auch, aber nur den ersten weg. Ja, komm. Damit sind beide im Arsch. So. Den Rest spare ich mir, ehrlich gesagt. Okay. Dann hier. Natürlich. Wir stellen einen mit Tarnung hin und einen mit der Sprengfalle. Reicht nicht. Reicht nicht, das heißt, die kommen nach oben. Ja gut. Wenn der weitreichend hat, ist das ist auch nicht so verwunderlich, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Dann sprengen wir ihn halt jetzt so weg. Hey, man muss die Lakaien gar nicht besiegen. War das schon immer so? Hatten wir das jemals? Na, ich bin mir nicht sicher. Komm, wir nehmen noch so einen Tarnumhang, Heini. Dann könnten wir eigentlich hier mal rüberschauen. Machen wir. Könnten eine Einheit extra dick machen? Naja, komm. Gib ihm ruhig. Der kann als, der kann halt wirklich als Tank dienen dann. Ja gut, komm, für 20 können wir auch eben dem Zugbegleiter ein bisschen was geben. Und jetzt gib mir was Gutes in der Höhle. Irgendwas Schnickiges. Brandeisen? Echt jetzt? Oh. Komm, gib mir was von den Stügern. Ja, wir nehmen die Blutbindungskarte mit 90 Schaden. Könnte uns mal den Arsch retten. Könnte. Muss nicht. Könnte. So, wir sind wieder bei der Talos angelangt. Verbündete Einheiten kommen mit einem Zern ins Spiel. Talos greift jede Runde an und wendet Schwindel durch Angriffe an. Schwindel durch Angriffe? Oh oh. Hört sich nicht so gut an. Lass uns mal den hier endlos machen. Als Tank geht das schon. Na, ah, er kriegt aber auch gleich den Schwindel ab, ne? Ah, das ist... Ne, kriegt er jetzt nicht mehr. Gut, wir reformieren mal. So, reformiert endlos, passt. Okay, du musst hier nach hinten, dann ist wenigstens einer von den beiden weg. Wollen wir den benutzen? Nein. Das ist noch zu früh. Okay, hier unten mehr Platz. Okay, mehr Tarnung.
Ich würde schon fast sagen, wir versuchen hier was auszunehmen. Ja, passt. Wir könnten ihn hier töten, indem wir den nach hinten stellen. Aber eigentlich möchte ich ihn hier dann ein bisschen aufwerten. Der eine Schaden, der dann eventuell durchkommt, ist jetzt nicht so tragisch, muss ich sagen. Oh halt, 5 Schaden sind es. Ups, nicht einer. Na komm. Dann sprengen wir ihn halt so weg. Dann gibt es hier Tarnung. Hier sterben auf jeden Fall 2. Das ist nice. Wir könnten einen Lebensraub oder Schadensschild. Wir machen mal Schadensschild. Na halt, du würdest einfach Nee, würdest du nicht. Bleibst am Leben. Okay, die vorletzte Welle. Okay, wir haben jetzt hier 2 Sprengfallen. Gut, einer sichert uns hier oben, dass wir nicht sterben. Dann lösen wir hier einmal Verschlingen aus. Oh, warte. Uff. Na gut, dann gehen wir aber noch ein bisschen mehr. Gut. Dann ist hier alles mal abgesichert. Dann einmal die Sprengfalle, bitte. Der Zugbegleiter. Ja, kommt hier hin. Okay, nice. Stirbt, passt. Wir müssen nichts mehr machen. Oh, die arme Talos. Ja, oder meinst du, ne? Plus 40, das ist auch geil. Nehmen wir. Er hier ist zwar nice to have. Aber bis der mal einsatzbereit ist, ist es auch ein bisschen behindert. Dann lieber ihn hier. Wollen wir noch mehr Platz? Ne, wir haben eigentlich genug Karten, um Platz zu schaffen. Deswegen holen wir uns ein bisschen was hiervon. Dann holen wir uns doch gleich mal ein Artefakt. Uhuhu. Das ist zwar... ja gut, das hindert aber alle unsere... Sachen, die sterben sollen, am Sterben. Das finde ich nicht so prickelnd. Nö, dann lieber hier, wenn sie sterben, plus 10 Angriffskraft. Bei Ernten 5 Gold. Okay. So, wie können wir jetzt unseren Champ verbessern? 8 Buffet. Ach, da kommen einfach nur die Statuseffekte dazu. Aber halt auch jedes Mal 10 live. Super Mahlzeit, stattlicher Snack. Komm, wir machen mal 8 Buffet. Das ist zwar jedes Mal nur 3. Aber mal gucken, ob vielleicht dann bei stattlicher Snack 3 ein bisschen was anderes bei rumkommt. Okay, wir machen ihn endlos. Du kommst hier hinten rein. Uff. Nice. Naja. Haben leider am Anfang echt keinen Bums drauf. Sprengen wir? Wir sprengen. Tarnen wir? Wir tarnen. Hier oben packen wir auch mal schon mal einen rein. Ich glaube, das... Also mit dem Champ ist das so ein bisschen...
nicht ganz so prickelnd, muss ich sagen. Alter, was da um alles durchkommt. Ui, zwei Tarnungen. Und der würde genau sterben. Haben wir denn schon? Was ist das denn? Verschlingstapel. Ach so. Na komm. Oh! Ja, es ist alles betäubt, ich weiß. So. Er macht 50 Schaden. Und wenn er gesprengt wird, macht er nochmal 50. Das heißt, wir sollten ihn vielleicht wirklich hier hinten reinstellen. Und dann gibt es hier Tarnung für den Rest. Kassa! Okay, beide sterben hier unten. Der kommt aber komplett durch. Ungut. Äußerst ungut. Haben wir die dann gleich nach oben geschossen werden? Na gut. Wir reformieren. Der macht jetzt 15 Damage. Komm, wir stellen ihn hier unten rein. Du denkst das? Super. Ja, also wir kriegen aufs Maul. So viel steht fest. Du... Urk. Du machst 28 Schaden. Ey, er stirbt sowieso schon. Sehr nice. Ja, mir gefällt das nicht mit dem Buffet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kann damit nichts anfangen. Gibt bestimmt. Haben wir das verstanden? Nee. Das schon eher. Gibt bestimmt ein paar Sachen, wo man sich denkt, oh, geil. Das passt schon. Das ist eine geile Taktik, aber. Wow. Mir sagt das jetzt gerade echt nicht zu. Wir gehen mal auf die linke Seite zum Heilen für Cash und ein Artefakt. Vielleicht hilft uns das ein bisschen aus der Patsche. Zwei Nagel-Einheiten. Okay. Dann gehen wir ein bisschen auf Nugget-Jagd, würde ich sagen. Oh nee. Nicht er. Ja gut, dann müssen wir die Tarnung mit Tarnung kontern, würde ich sagen. Also, fangen wir mal auf die Art und Weise an. Mehr Kohle? Komm, wir gehen mal auf Kohle. soll ich die durchcyclen lassen? Nee, komm. Wir nehmen die jetzt gleich alle her. Das erntet ihr auch ordentlich. So. Schön, dass wir dich da mal benutzen können. Geil. Ja. Sprengen hier. Ja, extra Life dazu. Und... Ja, wir stellen hier oben schon mal einen rein. Du bleibst im Deck. Ah, die hätte ich hier für oben gebraucht. Na ja, gut, wir können ihn aber auch opfern. Du stirbst. Nicht. Ei! Also die Bergmänner sind schon ordentlich stark geworden. Das ist nicht übel. Das gefällt mir.
Du kriegst mal auch Lebensraub dazu. Und hier oben? Ja, komm. Dann packen wir den da oben auch noch so dazu. Du kommst durch. Schade, dass wir die nicht behalten können. Das wäre perfekt für da oben. Wir reformieren. Nice. Stirbt trotzdem. Momentan. Wir fangen Schaden ab. Passt. 26. Schnicke. Dann zwei Nuggets hier. 7 Schaden kriegt er. Wow. Komm, wir stellen noch einen oben rein. Ich hasse das, ey. Ja, wir machen ihn nochmal endlos. Gut, er brennt sowieso aus. Passt schon. Wir sollten hier schon mal heilen. Ja, passt. Hat nicht gereicht. Na gut, dann packen wir hier die zwei noch rein. Wir geben ihm Lebensentzug, damit er sich auf jeden Fall heilt. Dann schauen wir mal, was der Chef hier zu sagen hat. Okay, wir holen uns auch mal Tarnung. Wir haben keinen Opfern, ne? Wir haben nichts zum Opfern. Das ist nicht gut. Er hat nämlich keinen Schaden. Das ist beschissen. Wir nehmen hier mal zwei Schadensschild. Hier oben. Oh. Komm, dann sprengen wir den wenigstens weg. Dann können wir... Oh. Falls wir einen Reformieren ziehen, können wir ihn reformieren. Ja, die können wir nichts mehr hinstellen. Fuck. Der kommt mit Full Life da oben an und hat noch zwei Tarnungen. Sollen wir uns zwei Tarnungen gönnen, oder? Irgendwas in die Luft jagen. Oh, warte mal. Natürlich jagen wir was in die Luft, wenn der jetzt schon fast tot ist. Klar. Nice. Ich mag den sowas von nicht, weil man den einfach nicht angreifen kann. Anfangs. Kostet ein bisschen viel, ne? Wir nehmen nochmal ein Opfer. Da können wir uns die Einheit auswählen. Oh. Das wäre auch... Ja, wir nehmen das Ding mal. Und hoffen, dass wir die günstiger machen können. Dafür müssten wir jetzt nach links rüber. Machen wir auch, weil wir uns heilen müssen. Und wir können das auf jeden Fall günstiger machen. Dann gib die Karte mal her. Danke. Doppelstapel? Nee, immer noch nur Scheiße dafür verfügbar. Wir nehmen nochmal hier so eins. Und gucken in die Höhle. Wie wär's mit der Höhle der 1000 Augen? Nope. Gleisnägel. Oder Schienennägel. Wut und Rüstung. Zehren und Frostschaden. Wir nehmen das mit der Nugget-Einheit. Ups. Voll ins Headset-Kabel. Wird echt Zeit, dass ich mir mal ein bisschen Wireless-Zeug zulege. Immer wenn ich am Rumfuchteln bin, dann greife ich da sonst wohin. Arcus, Verkörperung der Finsternis. Uff. Sollen wir dann hier nochmal kurz würfeln und... Ja, komm. Wir würfeln das neu aus. Machen dich kostenlos. Geben hier nochmal was drauf. Und Einbehalt. Wir nehmen das hier als Einbehalt. Können wir jedes Mal extra Nuggets triggern. Mit unserem Artefakt sollten wir nicht jedes Mal Nuggets auf die Hand kriegen. Dafür müssen wir es aber auch spielen. Ist aber kostenlos. Das heißt, wir können es auch spielen, wenn es nichts bringt.
Okay. Wir wollen gleich mal hier die Sprengfalle als Aktivposten haben. Ja, den Rest lassen wir. Gut. Dann könnten wir den Baron hier opfern. Na, noch nicht wirklich. Schade. Hätte gut funktionieren können dann. Nuggetmeister. Ja, du überlebst das auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich natürlich meine Sprengfalle nicht gesichert. Jam. Na, wurscht. Was? Weitreichend? No! Ja, klasse, meine ganze Unterebene ist im Arsch. Fuck, weil der auch so wenig Life hat. Oh, ist das behindert. Na, Wahnsinn. Klasse! Ah. 55 Attack. Komm. Wir versuchen die mittlere Ebene so aufzubauen. Ja, mehr Life. Wir versuchen die mittlere Ebene aufzubauen, dass wir da ein bisschen Damage reinkriegen. Dann kommt hier die Tarnung rein. Puh. Das reicht trotzdem nur für den ersten. Hier unten brauche ich nichts reinstellen. Wobei. Naja, einer wird überleben. Klasse. Oh! Dann kriegen wir denn alles hier in unser Deck gemischt. No. Alter! Willst du mich verarschen? Sheesh. Na, ich muss hier ein bisschen Zeug spielen. Oh, ja gut, aber mehr. Ja, mehr brauchen wir auch nicht spielen. Wir haben keinen Platz mehr. Alles andere bitte. Na, bitte nicht unbedingt sterben. Also wenn er. Nee, das ist sinnfrei. Wow, wow, wow. Mal. Uff. Hm. Ich weiß nicht, sollen wir das machen? Machen wir jetzt noch ein bisschen Schaden rein. Okay. Dann haben wir hier einen Super Tank. Mehr oder weniger. 90 nur. Oh, 34 Life haben wir nur noch. Oh, du überlebst das hier unten. Ja, gut. Dann reformieren wir hier auch nochmal einen. Hat halt einen Ausbrennen, das heißt also, da du sowieso ausbrennst, kannst du auch vorne stehen und den Schaden tanken. Ja, letzte Welle. Ah, na gut, pass mal auf. Einmal hier hin. Die sparen wir uns. Bonus dafür Nuggets. Das waren nicht wenige. Ja, komm, lass mal hier ruhig ein bisschen was spielen. 25 Schaden, das heißt, er greift definitiv nicht an. Na
Gut, dann bauen wir hier oben schon mal ein bisschen was hin. Aber nicht so viel. Sonst können wir da wirklich nichts mehr reinstellen. Komm, dann haut er wenigstens einmal zu. Na gut. Oh, kommt wie gerufen. Okay. Dann holen wir uns die Tarnung, lösen die Tarnung gleich mal aus. Opfern ihn für die Tarnung. Nehmen Erlöschen mit rein. Oh, er stirbt schon. Ja gut. Dann hat sich das jetzt auch erledigt. Das ging jetzt flott. Das ging flotter als gedacht. Ja gut, 43, ne? Er hat ordentlich Tarnung. Er kann nicht angegriffen werden. Er macht 97 Schaden, weil er so viel Ernte hat. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das gewuppt kriegen. Aber wir haben ordentlich aufs Maul gekriegt. Ordentlich aufs Maul. Verschlungene Einheiten sich auf die Hand. Huf. Das ist nur... Das wäre richtig geil, wenn wir dieses Horn hätten, das die Glutasche sichert. Bin mir gerade nicht sicher. Wir nehmen lieber den da. Und mehr Platz? Ja, von Anfang an mehr Platz. Puh. Also ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Also den Run zu überleben. Wir holen uns jetzt mal ein Artefakt. Bei Verbrauchskarten. Erlöschen werden ein zweites Mal ausgeführt. Geil. Das könnte nochmal ein kleiner Gamechanger sein. Dann Flink. Das geben wir auf dich. Weil wenn du mal richtig am Ernten gewesen bist. Sollen wir dir auch noch mehr Life geben? Ja komm, kriegst mehr Life. Du kriegst beides. Ah, dann ist unsere Kohle auch wieder aufgebraucht. Nur noch 50 Cash. Wow. Trödelladen. Gut. Drei Ausbrennen. Ach, hätte ich gar nicht annehmen müssen. Das nehmen wir gerne an. Und tschüss. Gut, mal gucken, was wir jetzt hier noch kriegen. 12. Nee, komm, dann nehmen wir wirklich hier 8 Buffet und 10 Life. Puh. Der vorletzte. Mal gucken. Na, ah, mit einem fetten Tank da vorne. Komm, wir opfern den hier. Das ist wenigstens schon mal ein bisschen Ernte am Start. Du musst eigentlich hier rein. Ah, das wäre jetzt dann aber auch verschwendet. Hier die 3 auf ihn. Da will ich schon was sagen, wir nehmen lieber die Tarnung. Trotzdem verschwendet. Toll. Jetzt haben wir kein Nugget. Ah, dich selber. Oh, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir den ersten Ansturm überleben. Den hier. Also wenn wir ihn hier jetzt gleich rauskriegen, dann ist das nicht verkehrt. Und dafür muss ich auf jeden Fall was opfern. Und dafür nehme ich ihn hier. Ja, genau den richtigen hat es getroffen. Nice. Puh, hätte ins Auge gehen können. Okay, die stellen wir auch noch mit rein. Und der ist reformiert. Bringt uns nur nichts, denn er brennt uns aus. Dann nehmen wir uns ihn auf. Hier
Komm, wir stellen die schon mal hier rein. Immerhin überlebt einer davon. Toll. Tarnung. Und wir sind da oben mit Tarnung. Naja, immerhin ein bisschen aufs Maul gegeben. Moment. Okay. Ach, scheiße, die sind ja... Fuck. Wäre er dann nicht gestunt gewesen, hätte ich ihn jetzt hinten hingesetzt. Dann wäre er nämlich unter 80 gerutscht. Dann hätte er weniger zuhauen können. So... werden wir auf 2 Life runtergeprügelt werden. Alter. Na super. Auf 2 fucking Life. Du stirbst? Oh nö. Warum verreckst du denn nicht für Tarnung? Was, du hast 21 Tarnung? Warum zum Fick hast du 21 Tarnung? What the hell ist denn da schiefgelaufen? Unsere Sprengfalle hat ein... Alter. Ne, 22. Okay. Na, wir verrecken trotzdem. Na, vielleicht auch nicht. Uiuiui. Okay. Wir wenden hier nochmal Tarnung an, aber es ist ein bisschen behindert. Klein bisschen behindert. Lass uns mal hier extra Damage. Extra Damage. Extra Damage. Ne, lass mal hier ausbrennen. Ein. Das ist ein bisschen. Ja, das ist auch nicht so schlau gewesen. Fuck! Ah. Nee. Das missfällt mir. Ich habe ein sehr starkes Gefühl, dass das nichts wird. Wobei, 7,44 immerhin schon. Lass uns den mal hier reinstellen. Dann nehmen wir das Ausbrennen weg. Immerhin 1004. Ah, hätte den hinteren treffen müssen. Er Tarnung hat, wird das nach vorne. Ah, jetzt verstehe ich, warum hier Tarnung am Start ist. Reicht aber nicht. Fuck, so knapp. Damn it. Die zwei, die eigentlich nur dafür da sind, irgendwas umzuhauen. Mit ihren Fähigkeiten. Darauf haben die nochmal was. Aber. Scheiße. Hat nicht gereicht, so ganz knapp, wir hätten es... Fast hätten wir es hingekriegt, den Boss auf der ersten Ebene kalt zu stellen. Hat nicht funktioniert. Er hat mir auch nicht wirklich gut gefallen. Wir machen nächstes Mal noch einen Run. Gucken uns mal an, ob wir die dritte Fähigkeit von ihm sehen. Und falls nicht, wenden wir mal nicht Buffet, aber Erhöhung an. Sondern wirklich gleich das mit den Statuseffekten und mit mehr Life. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.